Tihan hat sich im letzten Geschäftsjahr wieder deutlich weiterentwickelt. Wir haben investiert in eine zusätzliche Veredelungsanlage, um auch hier wieder noch mehr hochwertige Produkte zu fertigen. Mehr Kapazität heißt auch mehr Mitarbeiter. Das heißt, wir haben in zwei Bereichen auch wieder zusätzliche Schichten aufgebaut. Das ist einerseits die Arbeitsplattenfertigung und zweitens in der Beschichtung, diese KT5-Anlage, die ich gerade beschrieben habe. Lehrlinge, ein wesentliches Thema für uns am Standort, sicher der Hauptstandort der Lehrlingsausbildung. Wir haben am Standort um die 30 Lehrlinge, sehr stark in den Bereichen Elektriker, Mechaniker, aber auch im IT-Bereich und auch im Büro. Kaufmann-Bereich, sodass der Standort, auch wenn es der historischste Standort von uns ist, St. Johann, sich über die Jahre immer weiterentwickelt und einer unserer Vorzeigestandorte ist.